Nun gut. Guten Tag, liebe Kinder, und herzlich willkommen zurück bei Kokos Indie-Reihe hier bei Plug and Play. Wir sind immer noch bei der halbwegs nächtlichen oder abendlichen, ist noch recht früh eigentlich, Aufnahmesession, in der ich erst dieses ultra abgefuckte Spiel, ne, erst Temporarity, dieses relativ belanglose Datenspiel gemacht habe, dann dieses ultra abgefuckte Glitch, Bug, whatever Game, das ich so gehypt habe und das mich aber voll runtergezogen hat. Danach dann das ebenfalls mega belanglose, meiner Meinung nach durch die Steuerung nur nervige und nicht wirklich beruhigende Japaner-Game. Und danach war ich jetzt eigentlich mega an einem Stimmungstiefen, habe noch eine Handvoll andere Games mir angeguckt, auf Itch.io, die ganz lustig aussahen, aber halt größtenteils so weirde, merkwürdige, surreale Sachen, wenn die aber nicht delightfully surreal sind, ne? Also wenn die mich nicht irgendwie aufheitern und ich sage, oh, ist das geil, das hat voll genieße, sind dann die dann halt so eine Pleite sind wie da, dann merke ich, dann habe ich so nach drei Spielen noch mein Pensum erreicht, wo ich sage, ne, ich habe keinen Bock mehr. Also ich werde ja auf jeden Fall noch alles spielen, ich habe noch sau viel Zeug tatsächlich, habe ich ganz übersehen, wie viele interessante, coole, lustige Sachen ich da ausstehen habe, aber nicht jetzt, nicht heute. Und was ich mir immer gesagt habe, ist, wenn ich bei Itch.io dann durch bin mit den meisten Sachen, meinen zweiten Run da gemacht habe und so, dann könnte ich noch in den Tiefen des Internets wühlen, noch ein paar interessante Sachen rausquetschen, aber größtenteils einfach nur Casual-Scheiß oder tausendmal gespielte Sachen oder langweilige Sachen, und darum würde ich dann halt einfach das Projekt dann halt beenden und sagen, gut ist. Nur eine Ausnahme ist noch Steam, weil Steam hat immerhin eine Handvoll interessante, kleine, surreale Games. Ein paar davon habe ich schon gespielt, ein paar davon nicht, und die würde ich auf jeden Fall noch dranhängen. Und Steam habe ich immer gesagt, will ich später machen. Aber jetzt gerade habe ich nichts vor und wollte eigentlich noch weiter aufnehmen, bin an einem Down, hätte kein, an einem Low, ist egal, scheiß Denglisch, hatte keinen Bock, jetzt weiter die Itch.io-Sachen zu machen. Und just heute war Plug and Play im Angebot auf Steam. Und das hat sehr gute Kritiken, sehr positiv. Und das soll wohl überraschend emotional sein. Und das ist, es sieht aus wie gezeichnet wie von David Schwickley. Ich war sehr überrascht, dass das nicht von David Schwickley ist tatsächlich, der im Übrigen Mountain gemacht hat, was überhaupt nicht sein Stil ist von der Optik her, von den Zeichnungen, von den Büchern her. Weil ich kann dem Typen durchaus was abgewinnen, was seine Kunst angeht und was seinen abgefuckten, weirden, trockenen britischen Humor angeht. Aber das hier ist tatsächlich von irgendwelchen anderen Leuten, die ich nicht kenne. Und auch am Punkt vorbei, Fakt ist, das geht wohl 10 Minuten ungefähr nur und war ursprünglich in YouTube-Videos, jetzt hier in einem minimal interaktives Kunstding, also kein wirkliches Spiel gemacht wurde. Und es geht wohl auf sehr weirde, merkwürdige Art um Liebe, zwischenmenschliche Beziehungen. Und das wird da halt mit teils stumpfen, man sieht es schon da angedeutet, bei da, wo ich auf dem Bildschirm, und teils bessere Metaphern irgendwie gezeigt wird. Und ja, selbst wenn es einfach nur merkwürdig ist, ich weiß nicht, es hat 1,50 € gekostet. Und skurrile Kunst unterstützen, ich bin auf jeden Fall dabei. Merkwürdige Indie-Games, surreale Kleinigkeiten unterstützen, ich liebe so ein Zeug. Also 1,50 € war mir das wert, 3 Euro war mir das nie wert, aber 1,50 € schon. Insofern nehmen wir jetzt doch mal diesen Stecker und stecken in die Steckdose, nicht? Plug and Play, meine Damen und Herren. Man kann ihn nicht wegwerfen. Nun gut. Here we go. Here we go. Plug and play. Oh. Okay. Diese Chormusik ist zu geil. Ich habe die beiden erfolgreich abgelenkt, okay? Das geht scheinbar auch. Okay. Also ich kann den trollen. Aber ich kann auch einfach dafür sorgen, dass sie sich berühren. Mega David Schwickley Zeichenstil. Okay, das war die Pointe.
auf. Was passiert denn? Was mache ich denn, wenn? Also klickt die ganze Zeit drauf und dadurch ändert er die Richtung, falls ihr es nicht seht. Na. Peace. Ich kann die also alle ganz leicht anstupsen lassen. Oder sich einfach aufs Maul hauen. Okay. Aber der schlägt den nicht. Ja gut, okay. Dann schlage ich die alle nacheinander weg jetzt. Was mache ich damit? Was soll ich mit dem Kabel hier? Lol. Das ist einfach nur Schatten, okay. Dachte, ich hätte irgendwas draus entdeckt. Ah, okay. Oh. Will ich das? Will ich das? Will ich das? Geld. Der stöhnt. Ist das krank? Geld! Jo, es kommt der da rein. Obviously. Ordnung muss sein. So. Gutes Gespräch. Hi. Do I know you? I don't know. Do you know me? How could I know? I don't know. Yes, you do. No.
Yes. Yes. No. Das war klar. Ja, nicht? Normal. Do you love me? I don't know. I think you love me. I don't love you enough. I love you. I don't think I love you. Are you sure? I think you don't love me. Like me. I'm not sure. I do love you. I don't. It hurts. I'm leaving. Boah. Hammerhart. Es gehen nicht mehr auseinander und andere ist außen vorstehend. Ist doof. What the fuck? Love, love will tear us apart again. No. No, you... No! No, you don't. Oh Gott, rennen, rennen, rennen. Okay, steht da einfach nur und guckt so. Oder what the fuck? Rennt weg. Rennt weg. Rennt weg. Rennt weg. Rennt weg. Ich kann nicht anders. Der Stecker muss gesteckt werden. Oh Gott. Wir machen hier eine Human Centipede. Mit Steckern. Dieser Wind die ganze Zeit, der da bläst, so voll Einöde und Hoffnungslosigkeit und Leere. Physik ist nett. Baggeroff, you best as Baggeroff. Fuck you, Baggeroff. You best as Baggeroff. Fuck you. Okay, im Ernst. Ist nicht lustig. Nein, ist nicht lustig. Leute. Leute. Leute, komm mal. Was soll ich hier noch machen? Ich krieg den nicht los. Ich hab's gecheckt. Got it. Point came across. Er versucht's immer wieder, aber es wird nicht klappen. Die vier hier sind glücklich zusammen. Es ist kein Platz für einen. Es wäre ein Platz für einen Fünften, wenn der auch einfach seinen Kopf in den Arsch steckt, aber.
Jeder will sich so erniedrigen lassen. Ich verstehe es schon. Kriegt das Kabel hier nicht gerissen und... Mehr ist hier nicht. War's das etwa schon? Nein, das war's noch nicht. Also was soll ich hier tun? Wieso vibriert dieses eine Kabel so krass? Sind das alle Spiele, die Spiele kaputt oder scheiße? Boah, what the fuck, mate? Oh Gott, ich bin so dämlich. Das war gerade schon die Lösung, ich bin nur dumm. Sorry. Hm. Spiel ist reiner Sex. Spiel. Hashtag Spiel. Die beiden stoßen sich ab. Ja, ich verstehe es schon. Bei dem Konkurrenzkampf sind die sich am Abstoßen und hinzugezogen zu dem in der Mitte. Aber da gibt's doch keine Lösung, oder? Was soll ich da machen? Oder ist irgendwo noch was zu holen? Ist irgendwo noch ein Kabel zu holen oder so? Wirkt nicht so. Also was soll ich hier machen? Wie kann man dieses Spiel nicht checken? Oder kann ich eins in jedes? Kann ich ein Ding in jedem? Ne. Kann mir auch nicht verziehen. Was soll ich hier machen? Wie kann man bei diesem Spiel verzweifeln? What the fuck? Das Video geht sicher schon 15 Minuten oder so. Das soll 10 Minuten gehen, das Teil hier. Ich dachte, das machen wir eben so, nebenbei, easy. Okay, jetzt. Ist wieder... leicht weird geworden. Leicht. What the fuck?
Was ist das hier? Was zum Teufel ist das hier? Ich dachte, das wäre viel mehr so quirky und merkwürdig und random und... Aber es hat ja immer die gleichen Figuren und immer die gleichen Strukturen. Größtenteils passiert einfach gar nichts. Es ist sehr ruhig und sehr repetitiv. Diesmal kann ich nichts machen. Reiß den Finger ab! End. Erneut sexuelle Anspielung all over the place. Was zum Teufel? Wer macht sowas? Warum? Was ist das? Was war das? Ich mochte irgendwie... 8 von 10 hat mich scharf gemacht. Nee, im Ernst, what the fuck? Danke fürs Zuschauen, I guess. Fuck and play. Ja. Nicht?